zusammen. Ich bin es mal wieder und ja, ich nehme zwar jetzt das Video auf, aber ich bin echt die letzten Tage nicht gut dran. Irgendwie ist diese starke Erkältung, die vorher schon richtig ätzend war, zurückgekommen. Und von daher, bitte nehmt es mir nicht übel. Das wird der kürzeste Jahresrückblick überhaupt. Ich werde mir pro Monat jetzt nur ein Thema raussuchen, einen Blogpost und werde da so ein bisschen eine Anekdote zu erzählen und meine Meinung und so weiter. Von daher wird es relativ kurz werden, aber ich denke mal trotzdem, dass es dem einen oder anderen vielleicht gefallen könnte. Da ist jetzt meine persönliche Sichtweise auf dieses Jahr eben und vor allem, was meinen Content anbelangt, darstellt. Und ja, das Video wird sich jetzt diesmal nicht irgendwie auf In-Game-Szenen beziehen, sondern wir befinden uns gerade auf meinem Blog. Ich gehe mit euch die wichtigsten Posts durch und wenn es da ein Video so gibt oder irgendwas anderes Medium oder Medienartiges, dann lasse ich das natürlich kurz im Hintergrund zeigen. Aber sonst ist es eigentlich die meiste Zeit hier nur auf den Blog bezogen. Wir fangen also an im Januar 2018. Zu dem gesamten Jahr sage ich dann im Fazit nochmal was oder im Schluss der Schlussbemerkung. Wir fangen an im Januar dieses Jahres. Und zwar ist hier vor allem das sogenannte Level-Event zu nennen. Man muss dazu sagen, dass ich weiß nicht mehr genau, welcher Patch das war, aber durch die damalige, also es war der letzte Content-Patch von Legion. Und dadurch wurde es so, dass das Leveln interessanter wurde, beziehungsweise die Skalierung der Gebiete und so weiter wurde verändert. Also sprich, es war egal, in was für Gebiet man sich gerade aufhält, man hatte viel mehr Auswahlmöglichkeiten und so kam mir eben die Idee, dass wir ein Level-Event gestalten und dieses Level-Event hat einige richtig interessante Momente mit sich gebracht. Ich kann mich zum Beispiel an dieses Video hier gut erinnern, das möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Die einen oder anderen kennen das vielleicht, aber egal. Die unter 2 sind. Oh, holy shit. Voll das Upgrade. Jetzt töte ich alle im Alleingang hier, Alter. 0,3 DPS mehr. So, jetzt hier, sie Elementals machen. Aber guck, das Tod der Totenkopf steht da einfach nur sinnlos in der Hütte rum. Ich hab den hier gerade schon gelootet. Wann kriegen wir denn hier mal Interrupt irgendwie als ihr? Das dauert ja. Wetten, Marcel hat Nee, nichts irgendwer hat den mitbekommen. vierten gemacht. Irgendwer hat den vierten gemacht. Marcel hat bestimmt nichts mitbekommen. Ich höre euch die ganze Zeit. Ich hab dich abgehängt. Du slackst. Du slackst. Was ist Ah, ich muss schon wieder lachen, das ist einfach so. Es sind auf jeden Fall einige lustige Videos dadurch entstanden, also wenn ihr euch die noch nicht angehört habt. Egal wie lange das her ist, das ist jetzt schon wieder ja bald ein Jahr her. Ich kann da immer wieder drüber schmunzeln. Und ja, das Thema wird des Öfteren jetzt aufkommen. Es ist halt so ein bisschen so mit dem Lachen und einem weinen Auge, denn es war ja für eine sehr schöne Gilde, aber im Ende hat sich es dann doch etwas anders entwickelt. Und viele Leute, die jetzt zum Beispiel, oder jemand, der jetzt gerade in einem Video zwar vorkommt, der ist auch schon lange nicht mehr bei Trials dabei. Der ist damals zu einer anderen Gilde auf Blackhand gegangen. Aber es hat einfach nur Spaß gemacht. Und leider aufgrund von Zeit und auch irgendwie so ein bisschen Motivationsgründen ist das am Ende dann leider irgendwie dann erstmal auf Eis gelegt worden. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr Bock auf sowas habt, guckt euch das an. Auf YouTube, glaube ich, gibt es sogar eine ganze Playlist dazu. Gott, das war so teilweise so unglaublich lustig, was wir da für einen Schwachsinn erzählt haben. Unglaublich, wirklich. Also dieses Level-Event, das ging halt, ich weiß nicht, wie viele Folgen es gab. Es waren schon so um die 20 oder sogar mehr. Das war einfach ein Highlight dieses Jahr, das muss man schon so sagen. Gut, dann befinden wir uns jetzt im März, im Februar natürlich. Im Februar gab es einige Blogposts, aber der interessanteste ist, würde ich sagen, dieser hier. Denn das war der First Kill unserer Gilde Trials, was Immuna Mystic anbelangt. Auf dem Kopf. Orange und gelb. Da muss ich schon wieder lachen, das ist so. Keine Ahnung. Holt er mal kommt.
Ist genauso schön aussieht? Wie eben. Nochmal an die Melees. Oder allgemein auch Rangers, die draußen stehen, nehmt nicht diese Minen mit. Mehr als ein Stack tut euch, das ist super weh. Jetzt Henrik, wir sind Raptor, an uns erkennen. Achtung, Phase ist gleich vorbei. Phase ist gleich vorbei, wir moven. Jetzt gemacht. Einmal draußen. Ankerung des Bellen, der steht safe. Läuft. Und aufheben, Marunus. Marunus aufheben, bitte noch. Endlich. Komm, komm. Schön, bitte Leute. Stirb. Oh ja. Gott! Easy. Hör auf mit deinem scheiß Easy jedes Mal, ey. Da kriegst du... Oh Gott, das ist so lustig. Tut mir leid, ich musste einfach jedes Mal mehr über so einen Schwachsinn lachen. Wie Matthias, also Sack, dann meinte irgendwie, ja, easy. Boah, und wir hatten halt so viele Tries auf diesen Boss und der hat uns so viele Nerven gekostet. Und ich habe allein so viele dumme Fails da teilweise gemacht, wie man dann immer mal wieder so blöd in so eine Kugel und so reingelaufen ist. Und dieser Boss war einfach teilweise nur Stress pur. Und dann ist endlich dieser Boss down. Das erste, was er hört, easy. Also deswegen unglaublich. Da kommen jetzt bei mir einfach wieder die Emotionen hoch. Das ist wirklich der Bosskampf gewesen in Antares, an den ich mich auch nach so langer Zeit immer noch erinnere. Das war einfach Wahnsinn. Also wirklich, wir haben da so gestruggelt bei diesem Boss. Weil der auch einfach so, er war halt so random. Er hat einfach nicht wirklich viel Spaß gemacht, zumindest in einigen Situationen. Wenige Fehler konnten direkt einen Wipe bedeuten und ja, war eine krasse Zeit, war eine wirklich krasse Zeit und war wirklich mit Abstand der interessanteste Boss in Antares für mich. Gut, dann befinden wir uns auch schon in dem März. Und hier habe ich lange überlegt, was ich dann nehmen werde. Aber ich kann nur eins nehmen und das sollte klar sein, was es ist. Nämlich genau dieser Blogpost hier. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. Zusammen, ich bin es mal wieder und ich wollte euch nur kurz mitteilen, ja, ich habe einen Alpha-Key. Es ist wirklich so, ich weiß nicht, womit ich es verdient habe. Ich meine, viele haben jetzt einen Alpha-Key bekommen. Aber es interessiert mich nicht. Ich hatte bis jetzt nie Glück, was das anbelangt bei Blizzard und umso schöner, dass ich relativ früh jetzt in den Entwicklungsprozess des neuen Addons Battle for Azeroth eingebunden werden kann. Also sprich. So, das reicht auch. Also ja, das war damals für mich, man muss sagen, das war eine absolute großartige Sache. Man darf nicht vergessen, im März, das war relativ früh. Also ich habe auch hinterher von einigen gehört, die dann teilweise erst im Juni oder so, später dann Beta, aber zu dem Zeitpunkt war es ja Alpha-Key, also die halt erst relativ spät Zugang bekommen haben und ich war halt im März schon dabei und ich war halt auch wirklich von vornherein so gewillt und super viele Videos zu machen und ich habe über 100 Alpha- und Beta-Videos im Ganzen aufgenommen und es hätten halt 50 mehr sein können, also ich habe mich da teilweise wirklich schon zurückgenommen und nicht wirklich jeden kleinsten Aspekt gezeigt, sondern immer nur das, was ich der Meinung war, ist am interessantesten. Ich habe allerdings zum Beispiel jedes Gebiet durchgequestet, teilweise dann auch auf beiden Fraktionsseiten, also auf Allianz als auch auf Horde. Natürlich vor allem auf Horde, weil das ja eben auch meine Hauptfraktion war. Aber ich kann nur sagen, das Jahr wäre gaming-technisch, blog-mäßig, stream-mäßig, YouTube-mäßig niemals so genial gewesen, wenn ich diesen Alpha-Key nicht so früh bekommen hätte. Von daher auf jeden Fall für mich die größte Sache im März, als es dann halt diesen Zugang gab. Und da muss man halt dazu sagen, viele, ganz, ganz viele Beiträge auf dieser Seite sind in diesem Jahr eben durch WoW, durch diese Alpha und spätere Beta dann irgendwie charakterisiert worden. So, jetzt befinden wir uns im April und da würde ich sagen,
war der vielleicht interessanteste Blogpost, ich suche ihn gerade. Ja, ich würde sagen, das kann man machen. War dieser hier. Mew Legends, Spellbinder, Blood Castle, Endless Tower, Lupus Labyrinth, Pit of Nightmare. Ich weiß nicht, immer wieder denke ich an dieses Spiel zurück. Es hat, genauso wie Devillion, es hat mich so geprägt. Ich hatte so viel Spaß in diesem Spiel, auch in Devillion schon damals. Es gibt nur wenig Gründe, warum eigentlich, weil das Spiel hat halt gewisse Macken. Es ist teilweise gar nicht mal so cool umgesetzt, aber es war mir egal. Und man muss dazu sagen, im April war es so, dass dann auch diese neue Klasse dazu kam, Spellbinder. Und Gott, habe ich die geliebt. Also einfach diese neue Klasse, das mal auszutesten. Es hat einfach Spaß gemacht. Habe ich auch gerne wieder hochgelevelt zusammen mit Matthias damals. Und das hier ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlight-Videos, was Mew Legend anbelangt. Das möchte ich euch nicht, wenn ihr es noch nicht kennen solltet. Ja, 70%. So, und jetzt gehen wir in diesen... Ein bisschen sehr laut gerade. Der Unterschied zu- jetzt gehen wir in dieses Bloodcastle rein. Genau, und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Wir haben beide Spellbinder gespielt, wie man ja sehen kann. Und ich habe dann immer gesagt, ich stelle diese Kuppel. Und allein dieses Ansagen, dieses wir arbeiten zusammen, hat einfach, es hat einfach mega Laune gemacht. Und ich habe mich da mega drüber gefreut, als wir das damals geschafft haben. Auch wenn es halt hinterher mega easy wurde, aber zu dem Zeitpunkt war es noch relativ hart. Genau, und dann ging das hier so weiter. Und jetzt sind wir schon bei der sechsten Welle. Genau, das war halt dieser vorletzte Boss, wenn man so will. Genau, und ihr seht hier hinten da den die Zeit, die hier abläuft. Und man musste irgendwie eine bestimmte Zeit schaffen, um bestimmte Rewards zu bekommen. Irgendwie war das so. Ich kann mich da auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich habe Mew Legend leider schon länger nicht mehr gespielt. Habe immer wieder drüber nachgedacht, da nochmal reinzugucken. Vielleicht nächstes Jahr nochmal. Und das war jetzt hier der Endboss. Und zudem ist zu sagen, der ist eigentlich relativ easy. Also man muss halt nur diesen Strahlen da ausweichen. Aber der macht halt genau diese Fähigkeit. Die hat Matthias da gerade... Wobei, sah das nur so aus? Ich weiß gerade nicht mehr, nee. Aber es gab genug Momente, wo einen diese Fähigkeit fast one-shotten konnte. Wenn dieser Boss halt hintereinspringt. Ja, also es sieht irgendwie nach einem langweiligen Feature aus, aber ich hatte da mega viel Spaß dran. Das Problem an diesem, an dieser Sache oder an diesem Feature, an diesem Spiel ist teilweise, dass du halt so ein bisschen in so einen Daily Grind geschickt wirst. Das ist vergleichbar mit in WoW World Quest. Das heißt, man will halt am Tag das und das alles irgendwie erreichen und erfüllen. Du hast halt eine bestimmte Anzahl an Dungeons, die du machen kannst und so weiter. Und die willst du halt auch immer wieder und immer wieder machen. Dafür bekommst du auch eine Währung und so weiter. Und das ist auf den ersten Blick auch relativ interessant. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen,
Es fühlt sich irgendwann so mandatory an, also so wirklich so, es ist eine Notwendigkeit, das immer wieder und immer wieder zu machen. Und das macht es irgendwann dann doch ein bisschen eintöniger und nimmt ein bisschen Spaß raus. Und man darf nicht vergessen, dass ich halt nie so gutes Gear hatte und dann halt versucht habe, durch Ingame Gold im Auktionshaus ein bisschen Gear nachzuholen. Und natürlich war es schöner, weil ich dann mehr Schaden gemacht habe, aber dann war auch so ein bisschen die Motivation weg, was zu machen. Der eigentliche Endgame-Content, der höchste Schwierigkeitsgrad, den habe ich nie gespielt. Das heißt, das sind auch wirklich die Items, die halt noch krasser sind als die im Auktionshaus. Es sei denn, man gibt wirklich Millionen von Gold dort aus. Ich weiß nicht mehr, Zen, glaube ich. Zen hieß, glaube ich, damals die Währung. Von daher ein Spiel, das man sich vielleicht 2019 nochmal angucken kann, was mich 2018 extrem begeistert hat. Und auch 2017 halt schon. New Legend ist einfach eines meiner Lieblingsspiele gewesen und wird es vielleicht auch immer bleiben. Gut, und nun wird der Content etwas weniger, muss man dazu sagen. Ihr seht, im Mai kam sehr wenig und das Ganze zieht sich eigentlich durch bis August. Es gab zwar etwas, das ich hier gepostet habe. Man darf nur nicht vergessen, dass ich ab Mai, das war kurz vor der DSGVO-Umstellung, habe ich in dem Sinne Logos und irgendwelche Bilder, die irgendwie Copyright hatten, entfernt. Ich habe den gesamten Blog durchforstet, habe hier zum Beispiel jegliches mit Monetarisierung rausgenommen. Ich hatte ja früher so ein bisschen Amazon, wie hieß das hier, Amazon Werbung beziehungsweise so, Rafflinks und so ein Kram, habe ich alles rausgenommen. Die einzige Möglichkeit, wie man heutzutage mich und supporten kann, wenn man das möchte, ist, indem man auf meinen Stream geht, den ich jetzt auch mit Sascha wieder zusammen ja, betreibe. Dazu später dann mehr. Ist ja dann das Dezember-Thema. Und dort irgendwie ein Sub oder so hinterlässt oder eine Donation. Aber auf dem Blog an sich werdet ihr keine Möglichkeit mehr finden, zumindest hier auf den ersten Blick, wie man halt hier irgendwie supporten kann. Da ich einfach kein Risiko mehr eingehen wollte und deswegen seht ihr auch hier, dass hier Facebook komplett weg ist. Und früher hatte ich jetzt hier auch Twitter eingebettet, was man bestimmt heutzutage immer noch machen kann. Habe ich trotzdem rausgenommen. Und generell seit der DSGVO-Umstellung sieht man, das Einzige, was ich auf Twitter mache, ist eigentlich nur noch Videos liken und das ist eben mit Twitter verbunden. Das heißt, dann steht da irgendwie, ich mag dieses Video. Ich verbinde oder ich verlinke aber nicht mehr Blogposts. Das habe ich auf jeden Fall in diesem Jahr so gemacht. Vielleicht ändere ich das 2019 nochmal, aber das ist halt so die Idee gewesen. Von daher war ich da sehr, sehr vorsichtig und bis August kam auf diesem Blog wirklich nur Internes und das haben eben erst die Leute dann oder die Besucher erst dann gesehen, als der Blog halt, ich glaube, 10 Wochen lang von der Öffentlichkeit abgeschirmt war. Von daher halten wir es mal ganz kurz. Im Juli war. Moment, was hatten wir im Juni? Ich gucke ganz kurz. Also im Juni war ja nur dieser eine Beitrag zu Homeland. Genau, und das kann man sagen, ist vielleicht das Interessanteste im Juli gewesen. Und zwar bezieht es sich auf meine Betrachtung bzw. meine Videos zu dem Affliction Warlock. Bedeutet also, wie sich der Affliction Warlock geändert hat mit der Zeit. Und wie man hier gut sehen kann, habe ich immer versucht, so den Pre-Alpha-Status, den Alpha-Status, dann innerhalb der Alpha die Änderungen mit einzunehmen oder mit reinzunehmen, am Ende auch den Beta-Status. Und habe da so ein bisschen meine Meinung halt zu erläutert. Fand ich sehr wichtig, weil ich gerade vor der eigentlichen BFA Alpha, also als die Alpha noch gar nicht gestartet war, doch sehr skeptisch war, was so den Affliction Warlock in Battle for Azeroth an sich anbelangte. Gut, dann befinden wir uns im August und hier ist der interessanteste Blog-Eintrag ganz klar das, was ich gerade angesprochen habe. Nämlich, dass jetzt offiziell der Blog wieder geöffnet wurde und aufgrund der DSGVO hatte ich das eben umgestellt und so weiter und so fort. Und das war für mich eine ganz große Sache, da man nicht vergessen darf, das war jetzt hier der, also das war Anfang August und ich glaube am 14. August kam WoW Battle for Azeroth raus und ich wollte unbedingt, dass der Blog vor
dem Add-on-Release wieder online ist. Und das war am Ende echt verdammt viel Arbeit, dass sich das am Ende dann doch noch irgendwie gerechnet hat, dass es noch geklappt hat. Gut, und dann habt ihr ja hier gesehen, dann so der Stream-Release, Release-Stream, ich weiß nicht, gibt es da noch von Highlight-Videos? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte immer Highlight-Videos hochladen, aber ich glaube, das ist irgendwie nichts geworden. Okay, dann befinden wir uns auch schon jetzt im September. Es geht also relativ fix alles. Und hier ist der interessanteste Beitrag, der hier. Das war eine Podcast-Ausgabe und die hieß Ist das World First Race, wie wir es kennen, vorbei? Und das war eigentlich echt ein interessantes Thema, fand ich. Deswegen wollte ich da auf jeden Fall drüber reden. Denn es ging um die Ankündigung von Method, dass sie jetzt den World First Race, also das ganze World First Race, bis auf bis aufs Voice, also bis auf TeamSpeak, dass sie das streamen werden. Nur dass in dem Sinne, ich glaube, halt entweder der normale Sound aktiviert ist oder einfach überhaupt kein Sound und darüber dann einfach Musik drüber gelegt. Und ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit das denn wirklich interessant ausfallen wird auf lange Sicht, dass es mal so ein Rennen mal, also ein Content-Patch mal interessant sein kann, ist klar. Aber was zum Beispiel hat das für einen Einfluss auf andere Gilden? Und ich habe hier zum Beispiel Exorcist angesprochen, Exorcist, die Russen, die sowieso sehr, sehr skeptisch sind. Ich habe sie auch ehrlich gesagt von Twitter runtergeschmissen. Ich habe sie damals gefollowt und ich kann mir dieses Rumgenörgle, ich kann mir das einfach nicht mehr antun. Ich weiß nicht, das, jedes Mal, wenn ich da was lese, habe ich immer das Gefühl, Leute, ihr habt da keinen Bock mehr drauf, ihr streamt das Ganze nicht, ihr macht wahrscheinlich sehr wenig Geld damit. Dann müsstet ihr es schon machen wie Method, dass ihr halt auch wirklich das World First Race irgendwie auch mitstreamt. Wenn ihr doch so irgendwie auf BFA und Azeroth und darauf überhaupt keinen Bock mehr habt, warum tut ihr euch das an? Und das ist nur ein Beispiel dafür. Man sieht es im Moment auf Twitch immer mehr. Mich nervt das schon so ein bisschen, weil du möchtest irgendwie so entspannt mal bei Deep Shades reingucken oder bei irgendeinem anderen Message-Streamer. Das Erste, was da steht, irgendwie, ja, the grind is real. Ja, keine Ahnung, Blizzard hat extra jetzt diese Nerf-Mechanik rausgenommen, damit man den Stress sich nicht antun muss. Ja, die Method-Leute machen es trotzdem, sie grinden jetzt ihre Halskette bis zum geht nicht mehr, obwohl diese Vereinfachung jetzt gerade nicht aktiv ist und regen sich aber darüber auf, dass sie das tun müssen. Ja, das ist eben das Ding. Wenn man wirklich der meint, das ist notwendig und man hat da keinen Bock drauf, ist genau wie mit den Split-Rates. Irgendwann muss man halt auch für sich entscheiden, ist einem das dann noch wichtig genug? Ich weiß, dass man da viel Geld mit verdienen kann, aber und genau diese Fragen habe ich mir eben gestellt und deswegen fand ich das damals echt ein interessantes Thema und ich glaube, es ist ein relativ interessanter Podcast geworden. Also eine Podcast-Ausgabe. Dann befinden wir uns auch schon im Oktober. Wie gesagt, das geht jetzt viel schneller, das Video diesmal. Wir befinden uns jetzt schon gerade mal 23 Minuten, sonst ging so ein Video über eine Stunde, von daher geht es viel schneller. Und im Oktober würde ich sagen, ist der interessanteste Blogpost ganz einfach der hier gewesen, wenn der Gildenmeister selbst Trials verlässt. Und dazu habe ich auch hinterher ein Video aufgenommen. Ja, ich habe halt meine eigene Gilde verlassen. Immer noch einen Schritt, darüber denke ich jetzt auch noch Wochen später drüber nach. Ich bin auch der Meinung, dass es das Richtige gewesen ist. Bin aber auch noch nicht so ganz schlüssig, wie ich 2019 angehen möchte in WoW. Ich habe jetzt mehrere Gildenangebote bekommen. Ich merke aber auch so nach dem Motto, dass jedes Angebot hört sich zwar nett an, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, ist es das denn wirklich am Ende so wert? Möchte ich das oder möchte ich vielleicht nicht lieber doch warten? Ich weiß es nicht. Ich bin da noch unschlüssig. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Tage nochmal ein TS-Gespräch haben. Muss man mal schauen, was da so bei rumkommt. Warten wir es einfach mal ab. Ich mache mir den Stress nicht. Ich bin gerade auch gesundheitlich, also so erkältungsmäßig echt nicht so gut dran. Und dann auch direkt ein Proberate. Das muss im Moment nicht so sein. Ich versuche dann eine Lösung zu finden. Wir werden mal sehen, wie es nächstes Jahr alles wird. Okay, und jetzt befinden wir uns auch schon im November. Und ja, November war halt der große Monat in diesem Jahr. Denn BlizzCon und was für ein Shitstorm. Oh mein Gott, ihr seht hier noch so meine Coverage zur BlizzCon
Und das vielleicht interessanteste und sagen wir mal kontroverseste Thema war definitiv das hier. Natürlich auch irgendwie mit ja, so ein bisschen in meine Gedankenwelt mit reinnehmen, wie ich das Ganze halt empfinde und was ich mir vielleicht anders gewünscht hätte. Also, was haben sie denn angekündigt? Es war klar, dass kein Diablo 4 kommt. Davon war eigentlich jeder überzeugt. Natürlich gab es noch ein paar Leute, die gedacht haben, ja, aber wenn sie es jetzt doch ankündigen, dann wäre das ja die größte Überraschung aller Zeiten. Es war absolut klar, dass es nicht so kommen wird. Blizzard hat einen Post vor ein paar Tagen rausgehauen, wo alles, in diesem Post ging es nur darum zu sagen, Leute, bitte seid nicht zu enttäuscht. Wir wissen, was ihr haben wollt. Ja, und genau das war eben das Video. Es ging vor allem um Diablo Immortal und vor allem um die Enttäuschung und über die Reaktion der Community. Und wie man hier an dem Titel ja sehen kann, verscherzt es sich Blizzard nun komplett mit der Community? Fragezeichen. Habe ich mir da eben auch ein paar Gedanken drum gemacht und wie man hier in den Kommentaren auch sehen kann, gab es hier so ein paar Leute, die hier Blizzard ist nur noch lachhaft, schade eigentlich. Und ja, wenn man mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich da trotzdem versuche, drauf zu antworten, aber irgendwie immer versuche, so beide Seiten zu sehen. Und nie in so eine absolut populistische Richtung irgendwie abzudriften. Interessanterweise habe ich dann im Verlauf der Tage auch noch einen Blogpost erstellt. Eine Kolumne besser gesagt. Das ist die hier und die habe ich auch im Video dann vorgestellt bzw. einfach vorgelesen. Es geht mir jetzt nicht darum, Gameplay von Diablo 3 zu zeigen, ich glaube, das kennen wir so langsam, sondern nicht nur in Bezug auf Diablo, was man vielleicht als Activisionisierung, bezeichnet habe ich mir selbst ausgedacht, sarkastisch bezeichnen mag. Spätestens zur Ankündigung von Diablo 4 erhoffe ich mir ein klares Nein zu dieser Frage. Spätestens dann möchte ich meinen Blizzard zurück, das Diablo wirklich liebt und nicht nur so oft wiederholt, bis sie es selbst glauben. Time. Ja, und auch Wochen danach ist dieses Thema noch so hitzig und es gibt kein Diablo-Video. Hier Riker zum Beispiel jetzt ein Diablo 3 versus oder im Vergleich zu Path of Exile-Video rausgebracht. Und man kann sich ja vorstellen, wie da wieder die Reaktionen sind. Ja, Diablo ist doch eh tot, komm doch komplett zu PoE, es geht doch eh noch um Activision. Und ich habe da so viel dieses Jahr zugesagt und ich habe mich auch nicht darüber aufgeregt, aber ich habe versucht, irgendwie so ein bisschen so die Schärfe mal rauszunehmen. Und es ist ein Thema, was uns auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch begleiten wird. Davon bin ich zutiefst von überzeugt. Und dieses Thema wird man einfach nicht so einfach unter den Teppich kehren können. Und ich bin der Meinung, ich weiß gerade nicht, wo ich den Blogpost habe. Ich habe da auf jeden Fall ein Video zu aufgenommen. Hier, das hier. Blizzard oder es lebe der aktuelle Anti-Hype. Und das war wirklich, wenn man so möchte, von mir ein absolutes ja, für meine Verhältnisse schon ein bisschen so Enrage-Video, weil ich einfach diese stetige Anti-Haltung einfach nicht mehr ich konnte die nicht mehr ausstehen teilweise. Ich hatte da auch keine Lust mehr drauf. Und es ist immer noch so, dass wenn jetzt irgendwas mit Blizzard zu tun hat oder in so eine Richtung geht, ich gucke nicht mehr in YouTube-Kommentare. Ich gucke mir die ersten zwei, drei an, wenn ich sehe, okay, es wird jetzt nur so trolllastig, dann mache ich die Kommentare einfach aus. Und ich denke mir halt selbst was über das Video. Und ja. Gut, und jetzt befinden wir uns auch schon in diesem Monat. Und hier ist eben der interessanteste Blogpost, man macht dieser hier. Nämlich Sascha und meine Wenigkeit streamen ab jetzt wieder gemeinsam. So, hallo zusammen, ich bin das mal wieder und willkommen zu einem ganz kurzen Video und dies soll eher als Disclaimer zu verstehen sein,
denn der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass Anfang 2016 mein Kanal an sich hier, also der nicht der YouTube-Kanal, sondern der Stream-Kanal, also sprich auf Twitch Karlsport.eu, wurde zu dem Zeitpunkt nicht nur von mir alleine benutzt, sondern auch von Sascha aka Natu. Ja, und das ist eben das Ding. Ihr habt vielleicht auch in einem Video rausgehört, da mache ich auch immer so Pausen zwischen dem Reden, das mache ich generell sonst nicht, aber ich fühle mich halt die letzten Tage nicht so gut und dann ist es halt so, dass ich dann versuche, zwar irgendwie Content zu liefern, aber ihr seht auch, wie kurz das Video geworden ist. Sonst wäre es eigentlich eher so ein 10-Minuten-Video geworden. Der eine oder andere wird sich darüber freuen, oh, endlich macht er mal nicht so lange Videos. Aber es lag eher daran, dass ich halt nicht so lange halt sprechen konnte, dass es alles ein bisschen unangenehm halt gerade war. Und was ich noch dazu noch festhalten möchte, ist die Tatsache, dass ich mich sehr darüber freue. Wir waren auch gestern im Stream, beziehungsweise Sascha hat gestreamt und ich bin halt auch dazugekommen und ich war gestern auch wirklich nicht gut dran. Und ich bin auch heute nicht so gut dran, aber es ist vielleicht zu gestern schon besser. Und ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, dass im Moment streame ich so wenig. Und es ist ein schönes Gefühl zu sehen, guck mal, der Stream, der wird jetzt benutzt. Es ist halt nicht immer auf Auto-Host gestellt. Das wird auch im nächsten Jahr wieder anders werden. Ich freue mich jetzt noch schon, ich freue mich schon sehr auf die Diablo-Season. Nicht, weil ich unbedingt Bock habe, wieder Diablo zu spielen. Das ist halt mal wieder von jetzt auf gleich mal ganz nett und für ein paar Tage und so weiter. Aber einfach mal wieder irgendwie was so gemeinsam zu machen, weil da werde ich bestimmt auch wieder reinschreiben, irgendwie, wir können mal irgendwie so, wer Bock drauf hat, kann mich einfach adden und dann spielen wir ein paar Rifts zusammen. Das ist immer wieder so ein Gemeinschaftsgefühl, was mir echt gut gefällt und ich weiß nicht, deswegen habe ich einfach jedes Season immer mal wieder reingeguckt und die nächste Season möchte ich definitiv ein bisschen mehr spielen. Blizzard ist allerdings, was das anbelangt, wirklich ein bisschen hinterlistig. Anführungsstrich natürlich, denn ich war davon ausgegangen, dass die am 11. Januar die Season rausbringen. Sie bringen die aber erst am 19. raus. Und jetzt wissen alle WoW-Spieler wie, aber ein paar Tage später kommt doch der neue Raid in WoW. Ja, genau das ist das Ding. Es gibt für mich immer noch genug Spieler, die WoW eigentlich als Hauptspiel spielen, so wie ich, aber Diablo immer mal wieder gerne irgendwie mal wieder so zur Abwechslung spielen. Warum also so wenig Tage noch zur Verfügung stellen, warum also in Anführungsstrichen Druck aufbauen, dass sich die Spieler hier teilweise entscheiden müssen, warum nicht einfach irgendwie eine Woche vorher, dass man einfach zumindest mal diese eine Woche da ganz gechillt und spaßig spielen kann. Klar kann man sagen, aber nicht jeder WoW-Spieler spielt Diablo. Aber es ist halt schon eine gewisse Schnittmenge, glaube ich, zu sehen und von daher finde ich das ein bisschen unangebracht, vielleicht sogar auch irgendwie planmäßig ein bisschen unvorteilhaft. Gerade weil Diablo jetzt irgendwie so negativ assoziiert wird, da wird doch auch mal irgendwie was, ich glaube, es hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass dann auch dieses dieses Januar-Event da, Tristram-Event, dass das irgendwie dann stattfindet, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich liegt das irgendwie daran, aber warum man nicht mal irgendwie so ein bisschen was, ja, so blöd es sich anhört, ein bisschen mehr was Positives, dass die Spieler mal wieder ein bisschen mehr Bock auf Diablo haben. Selbst Riker, der echt ein großer Diablo-Fan ist, auch der sieht halt immer weniger Grund darin, warum er da jetzt noch so dran festhalten soll. Er weiß halt, dass ein Großteil seiner Community daran festhält und dass es natürlich auch PoE-Sympathisanten gibt und auch andere Spiele irgendwie gut finden, aber im Großen und Ganzen sind es irgendwie immer noch diese Diablo 3-Spieler, die einfach sehr enttäuscht sind. Vor allem jetzt aufgrund der BlizzCon und Blizzard fängt halt auch 2019 wieder damit an, es, finde ich, falsch rauszubringen. Warum nicht einfach ein bisschen früher? Aber, naja, das dazu, von daher hoffe ich, dass nächstes Jahr das mit dem Stream auch wieder interessanter wird. Spätestens dann, wenn ich wieder eine Gilde gefunden habe, was aber im Moment Stand jetzt noch überhaupt nicht absehbar ist. Dann habe ich auch wieder feste Zeiten und so weiter. Und dann sieht das Ganze vielleicht auch wieder etwas anders aus. Von daher, man muss die letzten Wochen einfach mal ein bisschen so hinnehmen. Und ich denke mal, nächstes Jahr ist es einfach eine größere Motivation. Und vor allem im Hinblick darauf, dass wir das jetzt gemeinsam wieder machen, können interessante Streams dabei rauskommen. Kann eine interessante
Interaktion untereinander stattfinden, also zwischen zum Beispiel Stream-Zuschauern und dem Streamer oder eben auch irgendwelche interessanten Diskussionen im Discord dann. Aber es kann eben auch zu interessanten Highlight-Videos kommen. Ja, so habe ich nicht nur meine Highlight-Videos gerade irgendwie, wenn ich streame, sondern zum Beispiel auch, wenn Sascha gerade streamt, ich bin dabei. Was wir zum Beispiel planen, das habe ich auch schon in einem Video gesagt, wir überlegen uns zum Beispiel The Division 2, also Tom Clancy's The Division 2 im, ich glaube, März oder so im nächsten Jahr uns anzugucken. Ich persönlich bin ja nicht so ein Fan von diesen Spielen, aber Sascha ist halt schon mega gehypt auf Anthem. Das kommt, glaube ich, im Februar raus und auch auf The Division. Und da habe ich halt gedacht, okay, ja, können wir darüber nachdenken. Vielleicht gefällt es mir auch ganz gut, weil von Destiny 2 habe ich auch damals gedacht, was will ich damit? Und ich hatte trotzdem relativ lange, es war schon ein paar Wochen, echt Spaß damit. Und ich sehe zum Beispiel, dass jetzt gerade in meiner Friendlist immer mehr Leute gerade Destiny 2 spielen. Das liegt halt daran, dass die Basis halt für eine Zeit, also ich glaube für ein paar Tage irgendwie kostenlos rausgebracht haben. Und da sind dann, glaube ich, viele irgendwie so ein bisschen angefixt worden. Von daher, gucken wir mal, was nächstes Jahr wird. Ich würde sagen, ich wünsche euch ein wirklich schönes Silvesterfest. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und ja, vielleicht wird nächstes Jahr ja einfach genauso cool wie dieses Jahr. Was es halt nicht geben wird, da kann man halt sicher sein, es wird erstmal keine Alpha oder Beta fürs nächste Addon geben. Das wird erst dann 2020 der Fall sein. Weil es gerade für Karlsport.eu und für meinen Blog und für YouTube und Twitch einfach viel ausgemacht hat. Man darf nicht vergessen, wie viele Beiträge von WoW in diesem Jahr vorhanden waren. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Anteil. Ich würde fast sagen, so 80% oder so. Und in diesem Sinne möchte ich euch entlassen. Danke fürs Zuhören. Und ich werde mich kurz muten, also was das Mikro anbelangt, denn ich möchte euch mit einem ganz besonderen Video nochmal verabschieden. Denn ich bin der Meinung, dass dieses Video irgendwie vielleicht so ein bisschen, auch wenn es viele jetzt irgendwie als Ironie oder vielleicht sogar als wie soll man das sagen, als Provokation ansehen. Mir hat dieses Video einfach nur Spaß gemacht. Ich werde es natürlich muten. Wobei, ich weiß gar nicht, darf ich es überhaupt abspielen? Im Video? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse es, glaube ich, lieber. Aber ich kann nur sagen, dieses Video hier, Worlds Unite, wenn ihr Blizzard-Fans seid, wenn ihr irgendwie, auch wenn ihr gerade Blizzard sehr kritisiert, was absolut gerechtfertigt ist. Dieses Jahr hat Blizzard einfach einen drauf verdient. Aber ich möchte extra mit diesem Video abschließen, dass ihr euch dieses Video mal anschaut. Ich werde es nicht abspielen. Ich weiß nicht, ob ich da am Ende irgendwie dann Probleme bekomme. Aber dass ihr einfach nur darüber nachdenkt, dass Blizzard macht vieles, vieles, vieles im Moment falsch. Aber wenn man ganz ehrlich ist und wenn man dieses Video sich anschaut, dann sieht man einfach, wie sehr man immer noch diesem Spieleentwickler sich zugehörig fühlt. Und mir hat es einfach nur Spaß gemacht, zu sehen Sylvanas hier, die BFA-Sequenz, aber auch Diablo 3. Ich mag die anderen Spiele nicht, also Overwatch habe ich mal gemocht, aber spiele jetzt auch nicht mehr so ganz. Aber einfach diese ganzen Welten irgendwie in einem Video mal kompakt zu sehen, dieses Worlds Unite, die Welten vereinen, das finde ich, ist ein schöner Abschluss für 2018 und vielleicht will Blizzard auch damit den ersten Schritt wagen, dass 2019 auch für das eigene Image irgendwie ein besseres Jahr wird. In diesem Sinne, schaut euch bitte dieses Video an und vergesst einfach mal für einen Moment, bitte guckt auch nicht in die Kommentare oder so, vergesst für den Moment einfach mal, was Blizzard für einen Scheiß dieses Jahr abgezogen hat, sondern versucht euch ein bisschen daran zu erinnern, wofür stand Blizzard und hoffentlich wird Blizzard auch wieder auf diesen Weg zurückfinden. In diesem Sinne, macht es gut. Wie ich schon gesagt habe, ein schönes Silvesterfest, einen guten Rutsch und wir sehen uns auf YouTube, auf Twitch und auf dem Blog im Jahr 2019 zu 100%. Ciao.